Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar muss man sich ja regelmäßig so ein bisschen weiterbilden. Und manchmal lese ich auch ganz einfach nur ein bisschen. Und ich habe jetzt hier den August drin stehen. Und es gibt ja bei der Bosch Isitronic, deswegen lasse ich euch jetzt ganz einfach mal eben mitgucken, der Punkt gängige Probleme. Und ich dachte, da gucken wir heute mal rein. Ja? Ich habe zwar kein Problem mit dem Auto, aber vielleicht habt ihr ja ein Problem mit dem Auto. Und dann schauen wir mal, was da so für lustige Informationen drin stehen. Und wir starten die jetzt ganz einfach mal und gehen das mal so ein bisschen durch. Okay, das heißt, ich suche mir jetzt mal eben mein Auto aus. Und dann findet ihr den Punkt. So, wo ist er jetzt? Wo ist der Toyota? Da, ganz oben. So, kriegt nochmal die Warnung, dass man manche Sachen da eben nicht dran machen sollte. Und dann gibt es hier den Punkt bekannte Fehler. Ja, und das ist das, was wir uns heute mal so ein bisschen reinziehen, was es eben so für bekannte Fehler ist. Wir gehen nicht alle durch, sondern eher so was so hier in diesem Bereich so passt. Ne? Das sind dann vielleicht irgendwie Geräusche oder Fehlfunktionen oder was auch immer. Und ich dachte mir, wir machen jetzt heute ganz einfach mal Fahrzeug zieht zur Seite. Ihr seht jetzt hier diese Auflistung. Ne? Hier hat es sogar noch ein paar andere Punkte, aber wir fangen jetzt ganz einfach mal an. Fahrzeug zieht zur Seite. Okay? So, bekannte Fehler, Fahrzeug zieht zur Seite. Was kann das sein? Das kann alles Mögliche sein. Da solltet ihr natürlich generell erstmal drauf achten, sind die Reifen in Ordnung, ist die Lenkgeometrie in Ordnung. Ne? Das wird schnell unterschätzt, Reifensägezahnbildung, Reifenluftdruck, also erstmal so diese ganzen Standardklassiker. Und wenn ihr natürlich mal gegen den Bordstein gefahren seid und das Lenkrad steht stief, dürft ihr euch natürlich auch nicht wundern. Das heißt, es gibt natürlich auch zig verschiedene Gründe, warum so ein Auto nach rechts und nach links ziehen kann. Oftmals ist der Fehler auch nicht an der Vorderachse zu suchen, sondern an der Hinterachse. Beispiel, ihr fahrt so, die Hinterachse steht schief, ja, ihr müsst also praktisch immer gegenlenken. Deswegen auch durchaus mal darauf achten, Fehler an der Hinterachse suchen. Denn nur weil man vielleicht sagt, okay, ich wechsle jetzt die Räder so, ne, und dann hat man vorne vielleicht schlechte Räder und denkt sich, weiß was, die mache ich einfach nach hinten. Nee, das funktioniert so nicht. Ja? Und hier haben wir zum Beispiel Fahrzeug zieht zur Seite. Rahmenbedingungen tritt nur auf, wenn die Komponente Bremspedal betätigt wird. Aha, also das ist auch sowas. Ne? Und dann Achsgeometrie des Fahrzeugs ist in Ordnung. Also, was bedeutet das? Luftdruck prüfen, stimmt die Vermessung, sind die Reifen in Ordnung vorne und hinten? Und dann kommt hier nämlich noch ein weiterer Punkt, der dann nämlich lautet, folgende Originalkomponente wurden durch ungeeignete oder defekte Ersatzteile ausgetauscht. Was kann das sein? Zum Beispiel Querlenkerlager. Ne? Oftmals ist das ja so ein schleichender Prozess. Das heißt, so ein Gummilager wird ja vielleicht auch irgendwann mal weich. Und das ist das, was wir uns jetzt gleich mal an diesem Auto anschauen. Das heißt, wenn ihr sowas habt, hey, mein Auto zieht permanent nach rechts oder hin und wieder mal nach rechts und hin und wieder mal nach links und ihr habt das Auto schon vermessen lassen, ihr habt das Auto schon, sag ich mal, habt schon neue Reifen drauf gemacht, dann kann es auch etwas sein, was vielleicht wirklich mit der Ersatzteilqualität zusammenhängt. Kann, muss nicht. Ne? Und das ziehen wir uns mal hier rein. Da steht die mögliche Ursache. Die ersetzte Komponente, Lagerbuchse, sind defekt. Ja? Das heißt, gerade wenn ihr so Achsteile in sehr günstiger Qualität kauft, um das jetzt mal so zu formulieren, ist das natürlich eine Sache, die da sehr auftreten kann. So, und dann Komponente, Lagerbuchsen prüfen, gegebenenfalls durch originale Komponenten, Lagerbuchsen ersetzen. Also, dass dieser Punkt hier aufgeführt ist, das scheint es also schon mal was damit zu geben. Und wer mit diesem Auto fährt, der wird schon merken, dass sehr viel, es ist nicht Spiel in der Lenkung, aber es ist doch sehr weich von den Lenkungsteilen her. Ja? Und das ist eben ein entscheidender Punkt. Das ist dann die Qualität, die du dann gekauft hast. Das heißt, wenn du die ganzen Klassiker durch hast, guck dir auf jeden Fall deine Lenkungsteile an. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinschaftlich an, welche Lenkungsteile das alle sein können. So Leute, da steht er. Und wir schauen uns jetzt mal ein paar Sachen an, auf die ihr zusätzlich schauen solltet. Ja, also genau wie dieses Problem beschrieben ist. Und natürlich ist das jetzt bei dem Toyota Auris abgelegt. Aber das Problem betrifft sehr viele Vorderachsen. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Auris-spezifisches Problem, denke ich mir zumindest, weil gerade defekte oder schlechte Lenkungsteile können generell Probleme machen. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also, wie zum Beispiel solche Gummilager jetzt hier. Ne? Hier ist das Querlenkerlager hinter. Ja? Und ihr seht natürlich auch, dass hier allein schon sehr viel Spiel drin ist.
Okay, das heißt, hier ist sowieso schon ein großer Luftspalt zwischen. Wenn dieser Luftspalt jetzt zu groß ist oder das Gummilager zu weich ist, dann schwabbelt die Achse natürlich noch mehr. Das sind alles so Kleinigkeiten, die einem vielleicht beim Produktkauf gar nicht so auffallen. Denn wenn hier plötzlich Riesenspiel drin ist und das Gummi womöglich noch zu weich ist, dann arbeitet die Achse natürlich viel zu viel. So, wenn ihr jetzt hier mal schaut, auch hier ist der Querlenker gelagert. Der ist natürlich nicht nur hier hinten gelagert, sondern auch hier vorne. Und das ist natürlich dann auch das, was das Rad später nach außen zieht bzw. nach innen zieht. Beim Beschleunigen gehen die Räder vorne zusammen, das heißt, die Achse schiebt sich zusammen, und wenn ihr bremst, geht die Achse vorne auseinander. Also nochmal, normalerweise stellst du ja die Spur nicht während der Fahrt ein. Das heißt, du fährst auf den Vermessungsstand und alles ist gut. Und wenn du jetzt vorstellst, du hast ein zu weiches Gummilager vielleicht irgendwo, dann geht natürlich auf der einen Seite, oder andersrum gesagt, du gibst Gas, die Räder gehen vorne zusammen, aber sie gehen gleichmäßig zusammen. Und deswegen hast du beim Beschleunigen eigentlich keinen Verzug nach rechts und nach links. Genauso ist es beim Bremsen. Ja, beim Bremsen gehen die Räder vorne auseinander. Ja, die wollen so weglaufen. Dadurch, dass es auf beiden Seiten gleich ist, hast du damit auch kein Problem. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier ein anderes Gummilager drin hast als da, ich zeige das jetzt mal so, das heißt, wir fahren jetzt so gemeinschaftlich, dann würde beim Bremsen das vielleicht so gehen. Das heißt, auf der einen Seite, wo das weiche Gummilager ist, wird mehr eingeschlagen. Und deswegen steht da beim Bremsen. Also das sind so Kleinigkeiten, die vielleicht auch, wenn du ein anderes Auto fährst, durchaus auftreten können. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Toyota-spezifisches Problem sein, aber es sieht so aus, als wäre das schon mal häufiger vorgekommen. Und wie gesagt, was auch ganz wichtig ist, denkt an die Hinterachse. Es wird sehr häufig vernachlässigt. Die Hinterachse sorgt dafür, dass ihr wirklich auch einen vernünftigen Geradeauslauf habt. Und wenn das krumm und schief ist, dann bringt das nichts. Oder wenn du sagst, die alten Reifen von vorne, die mache ich mir jetzt noch hinten drauf und dann ist gut. Ja, oder wechsel diagonal und die Reifen haben dann irgendwie einen Buckel oder so. Das heißt, Reifen, Bremse, Luftdruck, so dieser Klassiker, die müssen in Ordnung sein. Aber es kann natürlich auch ein Lenkungsteil sein. Ja, weil vermessen tut ihr das Auto immer im Ruhezustand. Ihr habt ja keinen Fahrbetrieb in dem Sinne. Okay? So, letztendlich war es das auch in diesem kurzen Video. Ich werde jetzt weiterlesen und dann machen wir das nächste. Bis dann. Ciao, ciao.